wir haben uns ja hier heute versammelt, um gegen den ESM zu protestieren. Denn er bedeutet ja nicht Rettung der Menschen, sondern er bedeutet schlicht und ergreifend Bankenrettung. Und das wollen wir nicht. Vielen Dank. Ich nutze auch gleich die Gelegenheit, um mich hier bei Ihnen vorzustellen. Mein Name ist Joanna Rehboth und ich bin die Versammlungsleiterin und auch Veranstalterin dieses Protests. Ich bin eine ganz normale Berlinerin, eine ganz normale Bürgerin, die einfach zu diesem Protest aufgerufen hat, weil mir wichtig ist, dass die Bürger sich formieren und einfach ein ganz klares Zeichen gegen den ESM setzen. Es geht ja... Es geht ja wirklich nicht darum, dass immer nur Parteien zu einem Protest aufrufen oder Organisationen oder irgendwelche Bewegungen oder Gruppierungen. Wir müssen uns einfach zusammenschließen mit verschiedenen Vereinen, die unsere Grundwerte wie Freiheit und Demokratie symbolisieren, und wir müssen wirklich als ein ganz starkes Bündnis gegen diese Regierung stehen, denn sie repräsentiert uns ja nicht wirklich. Wir müssen anfangen, unser Grundgesetz zu leben. Der ESM setzt einen Kernartikel des Grundgesetzes außer Kraft. Der Kernartikel ist Artikel 20 und insbesondere Absatz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und es bedeutet nicht Lotto auf dem Wahlzettel zu spielen, sondern wir sind hier an diesem symbolträchtigen Ort vor dem Bundestag und wir fordern von den Abgeordneten, stimmt nein zum ESM, denn wir wollen den nicht. Ganz Europa will den nicht. Wir solidarisieren uns mit allen Griechen, Spaniern, auch den Polen, denen ja auch bald bestimmt der Euro aufgedrückt wird und die dann ja auch in den ESM reinfallen würden. Wir wollen keine Diktatur in Europa. Wir wollen souveräne Staaten in Europa. Wir wollen Demokratie und Freiheit. Ich bedanke mich wirklich dafür. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, dass Sie heute hier sind, auch teilweise aus ganz Deutschland angereist sind. So, ich möchte jetzt aber wirklich zu unserem Mann vom Fach weitergeben. Das ist Volker Reusing, der zusammen mit seiner Frau Sarah Lucia Hassel-Reusing regelmäßig vor dem Bundesverfassungsgericht klagt. Er hat jetzt eine Klage momentan laufen, die er dann hier auch näher bezüglich des ESM, und er wird diese auch hier näher erläutern. Er wird aber auch ganz genau auf das Vertragswerk des ESM eingehen, inwiefern dieser Vertrag hier alle Demokratien vernichten wird in Europa. Bitte schön, Volker. Ja, hallo. Herzlichen Dank, dass ich hier reden kann. Herzlichen Dank der Joanna und dem Daniel, dass sie diese Aktion möglich gemacht haben. Ich denke, das ist einer der Momente, für die es sich lohnt, geboren zu werden. In Kürze werden wir Klagewerk einreichen. Das werden nochmal 6 Klagen sein. Wir haben schon 2 eingereicht, gegen die erste und die zweite Fassung der Stadt Meckke. Es kommen nochmal 6 dazu. 3 Klagen, einmal ESM und dann die beiden Begleitgesetze, dann die zweite Änderungsfassung der Stadt Meckke, dann gegen die Zustimmung zum Fiskalpakt, gegen die Zustimmung zur kleinen Vertragsänderung. Ich meine, das waren jetzt 6. Okay. Man kennt mich vielleicht auch, meine Frau, von unser Politikblog, alternatives Internetmedium. Schauen Sie rein, treiben Sie die Klicks nach oben. Und wir werden da auch, wenn wir die Klage eingereicht haben, das wird der 15.06. sein oder 6.07., je nachdem, wann der Bundesrat so weit ist, dass man es durch den Bundesrat jagt, dann werden wir da sein, dann wird die veröffentlicht und dann posten Sie es um die ganze Welt, dass es Ihnen von allen Wänden entgegenschreit. Vor allem im Badischen. Aber schicken Sie keine Post ans Verfassungsgericht, das ist nicht zulässig, die Gebühren können Sie dann selber zahlen. Aber es soll gerne im Badischen überall zu sehen sein und im ganzen Internet. Okay. In einer Rede im Mai 2010 hat US-Vizepräsident Joe Biden, inspiriert von der Griechenland-Hilfe der sogenannten, zitiert aus einem Gedicht des okkulten irischen Dichters,
sorry, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall hat er gesagt, die Welt, William Butler Yeats, die Welt hat sich verändert. Sie hat sich vollkommen verändert. Eine schreckliche Schönheit ist geboren. Und diese schreckliche Schönheit, die Lücke in der Assoziationskette, sie steht in Brüssel neben dem Europaparlament. Eine schrecklich dreinblickende Dame. Sie hält an einem Stab ein Eurosymbol hoch und sie bedient eine Art Maschine, wo sie Menschen hineindreht und die plattwalzt, als wären sie Stahlbleche. Die schreckliche Schönheit ist aber viel mehr noch als die Griechenlandhilfe, die sogenannte kleine Vertragsänderung. Zwei Sätze Gummivorschrift, die man als Artikel 136 Absatz 3 AEU-Vertrag, ehemaligen EG-Vertrag, einbauen will. Der erste Satz soll ermöglichen, immer neue Mechanismen im Namen der Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganze. Das ist ein Gummibegriff, da kann man alles drunter packen. Und schaut man sich die Gipfelerklärungen so an, vor allem die vom 24. und 25.03.2011 und deren Anlagen und vom Juli 2011, dann sieht man, damit ist vor allem die Finanzstabilität gemeint. Und zwar die Stabilität der Finanzen der Großbanken. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Staatsfinanzen zu retten. Es geht nicht darum, Staaten an sich zu retten. Es geht nicht darum, Menschen oder Völker zu retten. Es geht hier nur um Großbanken. Es geht auch nicht darum, den Euro oder die EU zu retten. Das ist alles nur Anlass, mit dem man diesen Scheiß durchbringen will. Diese Machenschaften. Und das verdient schreckliche Schönheit genannt zu werden. Und das erste Satz ist so eine Gummivorschrift. In dem Namen kann man immer neue Mechanismen machen. Und es gibt zwei Gruppen von Mechanismen, die man damit vor allem macht. Einmal der europäische Finanzierungsmechanismus, wo auch der ESM dazu gehört. Und einmal das für die EU-Wirtschaftsregierung. Wenn Ihnen noch mehr einfällt, werden Sie beliebig viel weiteres machen. Und der zweite Satz ist, dann will man Auflagen dabei haben. Und diese Auflagen will man so streng machen wie in der Praxis des IWF, des Internationalen Währungsfonds. Und die haben straf- und haftungsrechtliche Immunität, sodass unter dessen Mitarbeitern sich wirklich ein Haufen von Psychopathen in der Definition des polnischen Psychiaters Dr. Andrzej Jabłuszewski angesammelt hat. Nämlich Leute mit einer Wahrnehmungsverschiebung, die ihr Mitgefühl mit anderen nicht mehr spüren können und deswegen kein Maß mehr finden bei den Auflagen. Und straf- und haftungsrechtliche Immunität zieht solche Leute an. Und beim ESM soll die Immunität sogar noch heftiger sein. Da wird sich noch mehr solche Leute dort versammeln. Überblick. Europäischer Finanzierungsmechanismus. Fing an mit der Griechenlandhilfe. Das meiste Geld ist an die Gläubiger Griechenlands gegangen. Deutsche und französische Banken vor allem. Aber auch griechische. Das hat man in Form einer EU-Verordnung gemacht. Die Auflagen kriegen die Griechen. EFSM, auch in Form einer EU-Verordnung, auch innerhalb des EU-rechtlichen Raums. Das Geld haben die Iren und die Portugiesen bzw. deren Gläubiger bekommen oder in den irischen Bankenrettungsfonds zur Rettung der irischen Banken und deren Gläubiger. Die Auflagen kriegen die Iren und Portugiesen. EFSF, das gleiche Spiel mit Portugal und jetzt auch Griechenland. Und dann der ESM als dauerhafte Rettungsfonds. Für den Überblick die Wirtschaftsregierung. Das sind drei Packen EU-Verordnungen. Einmal die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Statt bei mehr als 3% Neuverschuldung, da hat man ja jetzt schon das Defizitverfahren bei mehr als 0,5% oder als mehr bei 60% Gesamtverschuldung. Und da kriegt man Auflagen, beliebig. Muss überhaupt nichts mit Schulden zu tun haben. Wenn man die nicht erfüllt, zahlt man Bußgeld. Und das Bußgeld geht an EFSF, also zweite Stufe, offizielle Rettungsfonds. Und dann, wenn es den ESM gibt, an den ESM. Und dann gibt es das Ungleichgewichtsverfahren. Das ist, damit man den Staaten Auflagen machen kann, die weder zu viel Neue- oder Gesamtverschuldung haben, noch ein akutes Liquiditätsproblem haben, dann man irgendwelche Ungleichgewichte. Es gibt keinen Staat ohne Ungleichgewichte in der Wirtschaft. Und dann sagt, und da ist die Ermächtigung drin für Auflagen. Einmal beliebige Auflagen für Lohn-, Finanz- und Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten. Und das andere ist, alle nicht handelbaren Güter handelbar machen. Das heißt, alles, was bisher nicht für den Weltmarkt geöffnet ist, den Weltmarkt öffnen. Was man damit definitiv schon machen will, die ganze Daseinsvorsorge und alle nicht ganz sensiblen Behörden den Weltmarkt öffnen und auch die bisher unternehmerisch geschützten Bereiche, wie die Freiberufler mit ihrer Honorarverordnung, wie die Meister, Handwerker mit ihrer Meisterordnung, alles für den Weltmarkt aufbrechen. Und da gibt es auch wieder, wenn man die Auflagen nicht erfüllt, hat man Bußgeld und die Bußgelder gehen an EFSF oder ESM. Die haushaltsmäßige Überwachung, gibt es eine Verordnung, die ermöglicht der Kommission direkten Eingriff in die Haushaltsentwürfe für die Mitgliedstaaten und sogar ganze Haushaltsentwürfe umgehen zu lassen. Das ist die mit der Nummer 0386. Und dann gibt es noch eine 385, die macht zwei Dinge. Die stellt sicher, dass die Auflagen der Wirtschaftsregierung über Stabilitäts- und Wachstumspakt und über Ungleichgewichtsverfahren auch so streng sind wie beim Internationalen Währungsfonds. Das steht dafür nämlich nur in dieser Verordnung drin. Man muss also...
jede Menge Verordnungen lesen, um überhaupt mal zu verstehen, wie das ganze Zeug zusammenwirkt. Und dass man EU-Fördermittel dafür instrumentalisiert. Und zwar die wichtigsten. Die Agrarmittel, die Kohäsionsmittel für die armen Regionen, die Strukturmittel für die strukturschwachen ländlichen Regionen und auch die Fischereimittel. Das heißt, die Leute in den armen Regionen und ihre Projekte, die Bundesländer und die Bauern und die Fischer macht man sozusagen zu ökonomischen Geiseln, regelrecht, bildlich gesprochen, von deren Auflagen. Und dann gibt es noch den Fiskalpakt. Da sind die Rechtsgrundlagen, die will man so nachschieben für die Wirtschaftsregierung, obwohl man Stabi-Pakt-Verschärfung und obwohl man Ungleichgewichtsverfahren, die Verordnung schon durchgepeitscht hat, ohne hinreichende Rechtsgrundlagen in Verträgen. Und man will die Länder auch noch zwingen, ihre nationale Verfassung zu ändern, damit die Verfassung auf dem Stabilitäts- und Wachstumspakt keine Grenzen mehr setzt. Nur noch zum ESM. Und danach komme ich noch dazu, was sind denn IWF-artig strenge Auflagen? Da gibt es eine Menge Erfahrung. ESM beinhaltet einmal einen Teil, da können die privaten Gläubiger den Staaten finanzielle und politische Auflagen machen. Die können mit Regierung oder Parlament spielen, nur in der Form, dass sie es denen halt aufzwingen. Parlament muss ja immer noch entscheiden. Der erste Teil ist die Wiener Initiative. Sonderkündigungsrecht für die großen privaten Gläubiger, dass sie direkt alles fälligstellen können. Ansonsten, wenn der Staat halt nicht, der Schuldnerstaat, bestimmte politische Auflagen erfüllt. Das andere ist der Staateninsolvenzverfahren. Da können dann die Mehrheit aller privaten Gläubiger zusammen politische Auflagen machen. Und einbauen will man das über kollektive Aktionsklauseln, die man in die neuen Staatsschuldverschreibungen ab 01.01.2013 reinpackt, in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 3 ESM-Vertrag und in Deutschland obendrein über die Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes, eines der beiden Begleitgesetze zum ESM. Dann gibt es noch vom ESM Finanzhilfen, also vom ESM selber. Und diese Finanzhilfen gibt es erst nach der rigorosen Schuldenstragfähigkeitsanalyse. Das heißt, man guckt, wo ist noch Geld zu holen. Und zwar von zusammen, von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung. Ist also der Bund pleite, nehmen sie uns auch noch die Rentenversicherungsreserven, auch wenn es nur ein paar Monate sind, ist trotzdem eine Menge Geld. Und machen obendrein auch noch alle Kommunen mit pleite, auch die reichen Vororte. Und das, wenn erst alles abgeschöpft ist, dann gibt es überhaupt erst Kohle vom ESM. Und natürlich mit genauso harten Auflagen. Mit den Auflagen funktioniert das bei Griechenlandhilfe bis zum ESM so, dass die sogenannte Troika, federführende EU-Kommission und Europäische Zentralbank, derzeit ja unter Herrschaft von Goldman Sachs, genau wie Italien und wie Griechenland und wie auch US-Finanzministerium, die, also unter Hilfe von Goldman Sachs und vom Internationalen Währungsfonds. Und über die Auflagen entscheidet dann, so zur Abrundung des Bildes, der Ministerrat, so als Notbremse bei Griechenland, Hilfe und EFSM. Bei EFSF sind es die Finanzstaatssekretäre der Staaten. Da war ja auch mal ein Herr Asmussen von Goldman Sachs, der da für Deutschland mitspielen durfte. Und Dr. Asmussen, bevor ich mich korrigieren muss. Und beim ESM ist es der Gouverneursrat mit dem Finanzminister drin. Der kann mal alle Kompetenzen aufs Direktorium übertragen im ESM. Und da kann man wieder Banker reinsetzen. Ja, jetzt die Sache, wie streng sind denn solche Auflagen? Beispiele aus der IWF-Praxis. Die meisten aus dem großartigen Buch The Globalization of Poverty and the New World Order von dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Michel Chosudowski. Kennen vielleicht viele von Global Research, wird auch oft in alternativen Internetmedien zitiert. Typische IWF-Auflagen sind Hunger. Warum? Niger, Äthiopien, Malawi zwang jetzt der IWF zum Verkauf von Nahrungsmittelnotreserven. Die waren nicht wieder aufgefüllt, bis die nächste Hungersnot kam, zumindest in Niger und in Äthiopien. Malawi kam der Hunger auch daher, dass der IWF vor Jahrzehnten schon das Land zwang, Tabak für den Export anzubauen, anstatt Essen für die eigene Bevölkerung. Somalia, die Mehrzahl der Leute waren Hirten. Und was hat man gemacht? Die Sozialleistungen für Hirten gekürzt. Ruanda, Sozialausgleichsfonds für Kaffeeexporteure. Das Land war kaffeeexportabhängig. Indien, Agrarsubventionen. Wie viele Leute leben da auf dem Land? Heute hungern da mehr Menschen als in jedem anderen Land der Welt. Peru hat man die bäuerliche Landwirtschaft schlichtweg verboten. Da hat man einfach in den 90er Mindestbetriebsgrößen eingeführt. Man kann sich den Hunger vorstellen. In vielen Ländern hat man es auch gemacht über Abwertung der Währung. Dieser eine Trick wird uns nicht passieren, um uns Hunger zu bringen, aber alles andere schon. Gesundheit. Nach einem Bericht vom Prison Planet, ein britischer
geht auf eine britische Studie zurück, in den ehemaligen Ostblockländern, der ganze Tuberkuloseausbruch aufgrund von Auflagen von IWF und Weltbank. Rumänien, Krankenhaus konnten sich die Armen eh nicht leisten wegen der Zuzahlung, jetzt können sie sich auch nicht mehr den Gang zum Hausarzt leisten, seitdem die Troika da 2010 gewütet hat. Ähnlicher Mechanismus wie EFSF hat man ja außerhalb der Eurozone auch schon mit Lettland und mit Rumänien gemacht. Die Renten haben sich gewehrt vor dem Verfassungsgericht. Die Rentenkürzungen gingen in Rumänien gar nicht durch und in Lettland bezüglich der ärmeren Rentner nicht. Es lohnt sich alle, sich zu wehren. In Griechenland, Gesundheitswesen, derzeit kriegt man Medikamente nur noch per Vorkasse, schreibt die Taz. Und in Griechenland auch Krankenhausmaterial und Medikamente auch noch gegen Vorkasse. Man hat eine große Zahl Krankenhäuser geschlossen in Rumänien in 2010, in den 90ern in Thailand, in Ghana durften die Leute gesamte Gesundheitsversorgung selbst leisten, öffentliche Krankenversicherung abgeschafft. Okay, ich bringe jetzt nur noch ein paar Beispiele. Arbeitslose. Im Moment, Behördenprivatisierung. Griechenland bis 2015 150.000 Stellen abbauen und die Voraussetzung schaffen, indem man 200 örtliche Finanzämter dicht macht, dass die Finanzbehörden dann von privat betrieben werden. Kann man sich auch erkennen aus dem Bundestagsdrucksache 17.8731. Da sind die aktuellen Kreditauflagen für Griechenland, mein deutscher Übersetzer, den Bundestagsabgeordneten da drüben bekannt gemacht worden. Ich nehme an, Sie haben es gelesen. Ansonsten kann ich den auch gerne vorlesen. Treuhandanstalten zur Verschleuderung von Volksvermögen. Hat Professor Chossudowski drüber geschrieben, ganz gut dokumentiert an Russland. Wir kennen sie auch in Deutschland. Als unsere Schulden so raufgegangen sind, so viel privatisiert, alles unter Wert. In Russland war es noch krasser, sogar zum Buchwert, nicht mal annähernd zum Verkehrswert. Verfassungsänderung per Kreditauflage hat man 94 Brasilien aufgezwungen. Dadurch konnte man in die Rentenkasse greifen, konnte man Massenentlassungen im öffentlichen Dienst machen und konnte man die verfassungsmäßigen Rechte der Indianer wegmachen oder erheblich schmälern, um dann auch den Wald für die Gläubiger abholzen zu können. Geldwäsche. Der Internationale Währungsfonds setzt ja zu, um Kontrolle zu haben, seine Leute auch im Ministerium und Notenbank. Der hätte ihm eigentlich auffallen müssen, das geht auch aus dem Buch von Chossudowski hervor, dass in Peru, in Bolivien und im Kosovo ganz erheblichem Maße Geldwäsche passierte. Peru kein Wunder, es wurde das größte Koka-Anbaugebiet der Welt, denn der IWF hatte ja die kleinbäuerliche Landwirtschaft verboten. Kleinunternehmer und Mittelstand. Nicht nur in Peru ist man den kleinen Unternehmern ans Leder gegangen. In Bangladesch hat man sogar ein Drittel der mittelständischen Jute-Industrie verboten. In Vietnam hat man gegenüber der privaten Realwirtschaft absichtlich Kreditklemme erzeugt. In Albanien und Jugoslawien gegenüber den Staatsbetrieben. Der Bund-Länder-Finanzausgleich wurde verboten in Äthiopien, Brasilien, Indonesien, Jugoslawien, Sowjetunion und Somalia. Davon sind bis heute Jugoslawien, Sowjetunion und Somalia auseinandergebrochen. Ja, vielleicht noch eins. Davis Mbutu, ehemaliger IWF-Mitarbeiter, 12 Jahre zuständig für Lateinamerika und Karibik, hat auch die kanadische Journalistin Naomi Klein zitiert. Der hat 1988 nach 12 Jahren gekündigt und hat dem IWF Statistikfälschung vorgeworfen, damit die Leute in Trinidad und Tobago sich hilfsbedürftig fühlten und dann auch die IWF sich haben gefallen lassen. Und er hat dem IWF vorgeworfen, den Völkermord. Warum? Artikel 6, Buchstabe C, römisches Statut. Völkermord kann auch sein, wenn man eine große Menge Leute außerhalb von Kampfsituationen Lebensbedingungen auflegt, die man nicht überleben kann. Und das kann sich eigentlich nur beziehen auf die maßlosen Kürzungen, was Nahrungsversorgung angeht oder Geldmittel zum Nahrungskauf und zur Vernichtung von Gesundheitswesen. Wir gehen dagegen an. Wir haben 700 Seiten Klage, 6 Klagen insgesamt. Wir beweisen, dass die universellen Menschenrechte uns schützen. Wir berufen uns vor allem auf Rechte des Sozialpakts, auf Nahrung, auf Gesundheit und auf soziale Sicherheit. Aber natürlich berufen wir uns auch aufs Grundgesetz. Wir fordern gegenüber den Arten von EU-Rechtsakten Volksabstimmungen ein, per Verfassungsklage, wo die besonders ihre Macht missbrauchen. Das heißt, EU-Verordnung, wir fordern uns bei Änderung der grundlegenden Verträge, aber auch bei Verträgen, die außerhalb des EU-rechtlichen Raums sind, wie EFSF-Rahmenvertrag, ESM, Fiskalpakt, die jetzigen Verträge verhindern. Wenn zukünftig solche Verträge sind, Volksabstimmung her. Wir gehen viel weiter als mehr Demokratie, die darüber abstimmen lassen wollen, ob wir unsere Souveränität aufgeben. Die lassen darüber abstimmen, ob wir uns kampflos ergeben sollen. Wir treten darüber ein, dass sie unsere Rechte auf Millimeter genau verteidigt werden. Unterstützen Sie uns, machen Sie unsere Klage sichtbar, schauen Sie auf unseren Politikblog und schauen Sie auf, wenn ihr durch den Bundesrat geht, 15.06. oder 6.07. sind wir in Karlsruhe. Herzlichen Dank.